Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und tatsächlich zum zweiten Vlog hier aus Los Angeles. Heute steht einiges an, heute ist der allererste Tag vom Festival. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, viel Spaß und let's go mit dem Vlog. Allererster Stopp heute, auf jeden Fall Frühstück. Wir müssen irgendwas essen, wir dürfen nicht mit leerem Magen zum Festival gehen. Ah, Digga, da liegt Scheiße. Wow. Das ist Menschenscheiße, ne? Das ist auf keinen Fall umgekackt. Digga, der geht von da hinten bis... Ach, scheiß drauf. L.A. at its best. Ja, auf jeden Fall dürfen wir nicht mit leerem Magen zum Festival. Dementsprechend müssen wir jetzt was Geiles frühstücken und wollen auch was Geiles frühstücken. Ich halte jetzt mal ein bisschen Ausschau, was Google Maps mir sagt, wo so die besten Foodläden sind, wo man geil frühstücken kann. Ich habe uns jetzt einen Frühstücksladen rausgesucht. The Coffee Company heißt das Ganze. Werde ich euch hier auch mal ein. Falls ihr mal in L.A. seid, könnt ihr es sehr gerne abchecken. Da gehen wir jetzt hin. Dauert so grob irgendwie 10 Minuten zu Fuß. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze schmeckt. Hat sehr gute Bewertungen. Wir werden es sehen. Wir haben es geschafft. Da ist der Laden. The Coffee Company. Und wir steppen jetzt mal rein. Wir haben gerade die Info bekommen, halbe Stunde Wartezeit. Dementsprechend müssen wir jetzt irgendwie die Zeit verbringen. Und dann in einer halben Stunde werden wir angerufen. Dann können wir hier essen. Ist eine sehr, sehr lange Schlange. Heißt aber eigentlich auch nur Gutes. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier die Zeit vertreiben. Und dann geht's da essen. Steppen jetzt einfach mal, warum auch immer, zu Dress for Less. Ein bisschen nach Kleidung schauen. Vielleicht finden wir irgendwas fürs Festival, irgendwas Billiges oder so. Also auf jeden Fall noch, als wir in Hawaii waren, haben wir uns hier bei Dress for Less unsere Hiking-Schuhe gekauft. Als wir bei diesem Wasserfall waren, wer den Vlog geguckt hat, der weiß es noch, waren wir auch hier bei Dress for Less. Gürtel ist schon mal sehr wichtig. Ich habe nämlich leider meinen Gürtel zu Hause vergessen, dementsprechend brauche ich auf jeden Fall einen. Wir haben hier welche von Levi's, von Nike und ich glaube $12. Da kannst du nichts gegen sagen, gegen so einen schlichten Nike-Gürtel. Komm, der wird mitgenommen. Kleines fettes Pickup. Ich habe mir den Gürtel hier gezogen. Unfassbar krass. Und ich bin ja auch, ne, ihr wisst, 200 IQ. Ich ziehe ihn direkt an. Insgesamt mit Tax irgendwie $14 gezahlt. Kannst du nichts gegen sagen. You know how it is. Rocking my new belt. Hier in Los Angeles. And now step into the Frühstücksstore. Wir sind wieder da, haben jetzt hier einen kleinen Sitzplatz bekommen und da warten wir jetzt, bis uns irgendwer zu unserem Tisch bringt. Ich habe die Karte gerade ein bisschen studiert und ich denke, ich gehe mit dem Breakfast Sandwich, Brioche Bun, Avocado, Salat, Bacon, Ei, Cheese. Ich denke, das wird ganz gut und hiermit werde ich gehen. So lobe ich mir mein Frühstück in Amerika. Gesund, so wie es sein muss. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gefährlich aus. Was das hier ist, weißt du, was das hier ist? Kartoffeln? Ja, ja. Hier haben wir das gute Stück. Ich mag's einfach. Mhm. Oh mein Gott. Boah, Digga, das ist übertrieben geil. Allerletzte Biss. Jetzt mit bisschen Hot Sauce. So? Ja, passt. Sehr, 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 sehr strammer Laden. Boah, also ich kann nicht garantieren, dass ich hier nicht nochmal sein werde. Wir steppen jetzt hier noch ganz kurz bei Target rein, uns was zu trinken holen. Wir brauchen noch irgendwas fürs Hotelzimmer. Da zeige ich euch einen kleinen Geheimtipp von mir, habe ich mir gestern schon geholt. Sehr, sehr krass. Pass auf. Das hier für 99 Cent Strawberry Lemonade mit Sprudel. Unfassbar krass. Vertraut mir. Erledigt. Und jetzt geht's zum Hotel und dann zum Festivalgelände. Ich stehe mich mal so. So, wir sind auf dem Hotelzimmer, machen uns jetzt ready fürs Festival. Das Ding ist, ich weiß irgendwie gar nicht so genau, was ich anziehen soll. Weil normalerweise sind halt die Festivals immer so bei 30 Grad. Hier sind jetzt aber so 16, 17 Grad. Deswegen ist halt so Kurzhose, T-Shirt wahrscheinlich ein bisschen zu kalt. Aber lange Hose, Hoodie ist halt auch fürs Festival nicht so was. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach mit einer langen Hose, Zip-Hoodie und T-Shirt gehen. Und dann werde ich sehen, ob es passt oder eben nicht. Weil viele Acts halt auch eben ganz spät abends um 10 Uhr, 9 Uhr abends sind. Und da ist es halt einfach 8 Grad oder so. Aber man muss natürlich auch beachten, dass es in der Crowd wahrscheinlich aber auch wieder sehr warm ist. Ich weiß es nicht. Heute ist aber auf jeden Fall, finde ich persönlich, der schwächste Tag. Abgesehen davon, dass heute Cardi Headliner ist, was geisteskrank ist. Ist aber von den sonstigen Acts heute der schwächste Tag für mich persönlich. Das ist das finale Outfit. Ich habe mich dazu entschieden, einen Zip-Pulli zu tragen, weil ich denke mir so, okay, es ist wahrscheinlich abends kälter, du kannst aber so also auf lässig so ein bisschen aufmachen, falls es doch zu warm ist. Jetzt sage ich euch, 500 IQ, habe ich so eine Bag, auf ganz, ganz eng, also die wisst ihr, so, die geht nicht ab. Da kann ich so Geld, Personalausweis, Handy und so weiter reintun, geht nichts verloren, weil ich sage euch, der Korb, wenn ihr abgeht und so weiter. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ihr irgendwie euer Handy verliert oder so und deswegen sehr, sehr wichtig. Dann, Fehler. Ich denke, ich werde die Entscheidung bereuen. Fehler. Habe ich meine Drake Air Force an. Aufgrund dessen, dass das Ganze auf Asphalt ist, gehe ich mal auf Ausflug, werden die, ja doch, die werden, ja, die werden danach tot sein. Die werden gefickt. Ich stelle uns jetzt ein Uber zum Festivalgelände, zum Hollywood Park heißt das Ganze, am SoFi Stadium und dann
dann sind wir da. Und dann wow. Okay, so you could walk through here. Perfect. Okay, perfect. Thank you so much. So, was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Da hinten ist das SoFi Stadium und da hinten ist das Festivalgelände. Ich bin echt gar nicht im NFL-Game, aber ich glaube, da spielen die Rams, aber wirklich kein Plan. Wenn ihr wüsstet, was wir gerade für eine Tour gehen, ne? Wir sind, glaube ich, jetzt seit 20 Minuten nur am Gehen und ich glaube, da hinten ist der Eingang. Geht dann da, oh mein Gott. Das Ding ist, wir haben unsere Bändchen noch gar nicht. Wir müssen irgendwo zu diesem Stand, wo man diese Bändchen überhaupt holen kann. Hat gecheckt, wir waren absolut in der falschen Line. Wir müssen jetzt in eine andere Line. Das ist gottlos hier. Yeah, wir haben es geschafft. Okay, wir geben jetzt bald eine Schätzung ab, ja? Um wie viel Uhr wir auf dem Festival sind. Wir haben jetzt 15.14 Uhr. Ich sage, wir sind um 17 Uhr auf dem Festivalgelände drauf. 16 Uhr. Weiß ich nicht. Sag ich ehrlich, weiß ich nicht. Schalt euch up to date. Das ist der aktuelle Stand. Und da können wir unsere Bändchen abholen. Es ist nicht mehr lange. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es. Wir haben es. Hier ist das Wristband. Oh mein Gott. Aber wir sind noch nicht drin. Wir müssen uns da nämlich jetzt noch wunderschön anstellen. Und dann werden wir nochmal warten. Welcome to Rolling Loud. Es ist nicht mehr weit. Ich hoffe, ihr hört mich, aber wir sind auf dem Festivalgelände. Es ist gerade hier irgendwie noch ein bisschen leer. Ich denke mal, es füllt sich im Laufe des Tages. Und wir haben 16.21 Uhr, das heißt, Bro, step it up, my man. Ich muss mich geschlagen geben. Also da ist schon mal eine Stage, die GoPuff Stage, ist aber nicht die Main Stage. Und ich glaube, da hinten ist die Main Stage. Hier einfach auf Freizeitpark angelehnt mit Riesenrad und Karussell. Weil so Buden auch. Sachen gewinnen kannst. Jetzt on the way zur Mainstage, die ist nämlich nach vorne. Kann man glaube ich schon so ein bisschen erkennen. Wird auch langsam so ein bisschen mehr crowded. Aber bis jetzt sehr, sehr wild, sehr viele coole Leute, sehr geiler Vibe. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr geiler Tag. Rolling Loud. Wie geil sieht das aus mit der Sonne? Es ist so krass, es ist so geil. Ich will mir auf jeden Fall Merch holen. Erstens als Andenken und zweitens wegen cool. Aber da ist der Merchstand und das hier ist alles. Alles. Schlange. Wow. Jetzt kommt Vivio. Vivio Foreign. Sehr, sehr wild. Checken wir ab. Also gerade spielt Sweetie. Ich sag euch ehrlich, Sweetie juckt mich null, feier ich gar nicht. Ich kenne keinen einzigen Song von der. Aber Crowd auch sehr, sehr lame. Also ist jetzt auch nicht irgendwie krass oder so. Jetzt kommt der einzige Song, den ich kenne. That's my time, that's my time. Was geht hier eigentlich ab? Nice. Ich hoffe, ihr hört mich. Das war's mit Sweetie. Manche feiern sie vielleicht, manche feiern sie nicht. Ist jetzt persönlich nicht so mein Fall. Dementsprechend war es jetzt auch nicht irgendwie so nice. Es fuckt halt mies ab, dass so viele Acts zeitgleich sind und man halt nicht alles irgendwie mitnehmen kann. Und man sich halt irgendwie so entscheiden muss zwischen zwei Acts, die man halt vielleicht sehen möchte. Wir steppen jetzt nochmal rüber auf die komplett andere Seite, wo auch das Riesenrad ist, wo wir auch reingekommen sind, zur anderen Stage. Gucken wir mal, was da abgeht. Ihr könnt auch sehen, langsam wird es dunkel, die Sonne geht unter. Und ich bin ready, endlich abzugehen hier. Digga, ich komm hier an, hier sind einfach übelst die Moshpits, was geht hier ab? Also ihr habt es gesehen, wir waren gerade bei Destroy Lonely. Wirklich, obwohl wir am Arsch der Welt standen, wir standen wirklich ganz am Ende. Unfassbar krasse Moshpits, übertrieben krasse Stimmung, also es war wirklich, der ist gestört, ne? Das Problem ist halt, jetzt müssen wir uns entscheiden zwischen Ken Carson oder halt Tiger. Und ich sage euch ehrlich, ich persönlich, ich glaube bei Ken Carson geht es so mehr ab, so mehr Moshpits, mehr dies und das. Aber ich will halt irgendwie auch mal Tiger live sehen. Ich finde Tiger so vom Ding her, will ich einfach mal sehen. Und ich glaube, deswegen gehen wir jetzt Mainstage. Danach kommt dann Kodak Black oder eben Ski Mask. Da müssen wir uns auch entscheiden. Ich denke aber mal, aufgrund dessen, dass nach Kodak Black Cardi kommt und wir bei Cardi relativ weit vorne sein wollen, werden wir eben zu Kodak gehen, damit wir gut in der Menge halt vorne sind. Und dann kommt endlich um 10 Uhr Cardi und
das wird das Highlight. Da habe ich unfassbar Bock drauf. Also wir machen das Ganze jetzt so. Wir geben uns erstmal Tiger hier. Und sollte Tiger wack sein, dann werden wir rübergehen zur anderen Stage, zu Ken Carson. Ich glaube, das ist der beste Deal. Prost, stay hydrated. Come on! Okay, so high, and I'm looking at my buddy Tom. Fuck the ones, gotta call it for the seventh time. Okay, ich glaube, ich hatte recht. Es war ein Fehler, zu Tiger zu gehen. Crowd, unfassbar lame, hier geht gar nichts. Come on, rap city bitch. Hey, Tiger ist fertig, ich sag euch ehrlich, maximal eine 4 von 10, also war jetzt echt nicht so der Burner, wenn ich das so sagen kann. Es gab ein paar Songs, wo so ein bisschen was abging, ansonsten war eigentlich, ja, war tote Hose, sag ich ehrlich. Jetzt als nächstes kommt Kodak, da warten wir auch noch drauf, weil wir sind gerade eigentlich relativ weit vorne. 1, 2, 3, Kodak abgeschlossen, wir haben es geschafft und irgendwie auch überlebt. Es war wirklich, boah. Und jetzt können wir noch eine Stunde warten auf Cardi, dürfen uns hier nicht wegbewegen und dann wird es einfach nur, das wird nicht von dieser Welt. Okay, es geht jetzt jeden Moment los, die Leute sind jetzt schon am Ausrasten. Wie man es wahrscheinlich unschwer erkennen kann, Auftritt wurde einfach kurz unterbrochen. Die sagen die ganze Zeit, wir sollen mehr chillen und keine Ahnung was. Ich will auch gar nicht wissen, was da vorne, Front Row, die ganze Zeit abgeht. Ja, das heißt irgendwie warten, wurde unterbrochen. Nicht so geil. Ich lebe noch. Ich habe es geschafft. Ich will gar nicht wissen, wie ich aussehe. Wir sind gerade auf dem Rückweg. Was soll ich euch sagen? Ich glaube, ihr habt es in den Aufnahmen gesehen. Mein Handy ist leider ungefähr ab der Hälfte irgendwie ausgegangen. Ich konnte nichts mehr filmen. Aber das, was ich gefilmt habe, spricht, glaube ich, für sich. Also ich habe noch nie sowas erlebt. Ich habe ja Cardi schon am Frauenfeld gesehen, aber das ist nochmal eine große Schippe drauf. Wenn ihr die Chance habt, Cardi irgendwann mal zu sehen, dann macht das. Das ist
einfach nicht von dieser Welt. Mir tut wirklich mein ganzer Körper weh, ich war klitschnass geschwitzt. Da wurde ja auch kurzzeitig einmal abgebrochen, weil ich weiß gar nicht warum, weil manche Leute, glaube ich, über die Barrikaden gesprungen sind oder weil da irgendwie Leute es einfach zu krass eskaliert. Dann hatten wir irgendwie 20, 30 Minuten Unterbrechung und dann ging es erst weiter und dann war es irgendwie nochmal alles krasser. Kleines Fazit zum ganzen Tag. Tiger war cool mal gesehen zu haben, muss man aber jetzt auch nicht unbedingt sehen, also so ein Song hätte mir jetzt auch gereicht. Kodak Black war tatsächlich ganz gut, besser als ich gedacht habe, also war auf jeden Fall ein geiler Auftritt. Troy Lonely haben wir irgendwie nur so 20 Minuten gesehen, aber die 20 Minuten waren auch sehr, sehr krass, würde ich sagen, nach Cardi auch der beste Auftritt. Ken Carson, Chief Keef haben wir jetzt verpasst, weil wir mussten uns halt irgendwie entscheiden. Aber für den ersten Tag und auch für den schlechtesten Tag vom Line-Up auf jeden Fall ein sehr guter Start. Morgen geht's weiter. Ich habe extrem Bock, aber jetzt muss ich erstmal ins Hotel mich hinlegen, was essen und ein bisschen klarkommen. Was geht's? Wir haben den nächsten Tag. Ich habe gestern nichts mehr aufgenommen. Grund dafür war einfach, wir sind hier im Hotelzimmer angekommen. Wir waren so im Arsch. Wir haben uns ins Bett gelegt. Ich bin sofort eingepennt, wirklich ohne irgendwas zu machen. Und ich habe das letzte, woran ich gedacht habe, war noch irgendwas aufzunehmen. Dementsprechend haben wir jetzt den nächsten Tag. Tag 2 Rolling Loud. Das seht ihr aber im nächsten Vlog, denn dieser Vlog von diesem Tag ist vorbei. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Lasst ein kostenloses Abo da. Aktiviert auch die Glocke, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Wir machen uns jetzt ready. Und das seht ihr im nächsten Vlog. Komm rein. Tschüss.